Willkommen zu der neuen Folge Darksiders 2. Wir sind in dem, ja, ich würde sagen, ersten Dungeon. Ich würde das jetzt mal so salopp sagen. Man kann hier rüberrutschen. Flupp. Und wir wollen das Feuer des Steins irgendwie sowas befreien. Irgendwie sowas. Macht das Sinn, hier rüber zu springen? Guck mal, wir haben noch so eine zweite Marke gefunden. Wir sollten irgendwie eine Schüssel für den Kahn finden. Mit dem Bub. Ich frage so, wo ist diese Schüssel? Und wie kommen wir da hin? Na komm, wir gehen hier erstmal durch. Kugel. Was ein Trick, ey. Da war eine Kiste. Irgendwas Cooles drin. Oh, guck mal. Nehmen wir doch gerne entgegen. Ich glaube, wir müssen hier so rüber. Ich frage mich immer noch, wo diese Schüssel sein soll für die, von den... Die kann ja auch nicht so weit weg sein. Hier hinten ist ein Berg. Mega cool. Hier ist auch nur Münzen drin. Da ist gar nichts drin. Auch nichts. Muss ich hier runter? Ja. Okay, da hinten ist zu, aber wir können hier durch. Das war auch diese Gehilfen, die werfen dann mit Steinen, aber so ist nämlich nervig. Da ist eine Kugel drin gefangen. Die kann ich hier nicht loswerden. So, bam. Oder auch nicht. Ich sagte bam.
schleudern gehen. Guck mal, da leuchtet irgendwas grün. Eine Seite aus dem Buch des Toten. Okay. Hier muss einer rein. Oh, richtig gut. Ich glaube, die kriegt man nicht so einfach raus. Also damit konnte man die bewegen. Ja, sag ich doch. Intuitiv genau das Richtige getan. So. Bestimmt wieder ein Schlüssel. Ich frage mich, wo ist denn diese Müsli-Schüssel, die wir da holen sollen für den Bub? Oder? Nehmen wir mal mit. Jetzt kriegen wir hier dieses tolle Schloss auf. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier reindrücken. Zeit zu vergeuden. Was für ein subtiler Hinweis darauf, dass man sich doch ein bisschen beeilen muss. Och, ey. Diese mega schwammige Steuerung, ne? Aber das auch nicht. Ist es denn diese Schüssel? Ich glaube, das hätten wir die Schlüssel lieber mitnehmen sollen. Die Gesellenschale. Wir haben sie gefunden.
Jahren. Ja. So, komm, jetzt kriegst du hier so die Breitseite. Dunkler Rächer. Diese Waffe gehörte einst einem menschlichen Krieger namens Draven. Okay. Ob da irgendwas ist? Irgendwas Verstecktes? Nö. Können wir hier mal die Kisten kaputt machen, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwie noch ein paar Heilungssachen kriegen? Der Move gefällt mir immer wieder, ne? Okay, da ist nichts. Gut, dann gehen wir hier mal durch. Hier ist eine Kiste. Genau hier. Armklingen. Komm, drehen wir mal im Kessel. Kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Ernsthaft? So war's? Gut. Noch eine Seite. Dann gehen wir mal zurück. Oder sogar noch eine Schatzkiste. Ich weiß nicht, so mit den Sekundärwaffen, das ist nicht so meins.
Deswegen sollten wir nicht rausgehen. Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein, ist egal. Du hast getan, was ich nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Alia überbringen. Ich habe diese Schale gefunden, die du wolltest. Du bist ein guter Mann, mehr als es dein Name vermuten lässt. Ich stehe in deiner Schuld. So, was hat uns das jetzt Bonus gebracht? Nur ein bisschen Gold. Okay, Schnellreise zu Versteckenorten. Okay, wir müssen eine Schnellreise machen. Wir sind da. Können wir da eine Schnellreise machen? Schnellreise. Fährtensucher. Weil bis jetzt ist es noch sehr undurchsichtig, wohin diese Reise gehen wird. Aber ich bin mal gespannt, was die jetzt diese Alia sagt. Die wird wahrscheinlich sagen, dass wir die Tränen wiederherstellen müssen. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Und uns sagt, wo wir das machen können. So, jetzt so mal meine Vermutung halt, ne? Und er läuft dort in seine fröhliche Runde. Aber gut. Das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch, in der Schmiede brennt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht dein Laufbursche, Erschafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Erlösung. Eine mächtige Pistole des Todes Bruder Streit gehört. Weißt du, im ersten Teil haben wir eine Waffe von ihm gefunden. Jetzt haben wir wieder eine Waffe von ihm. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kamen Sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen und komm wieder. Du sagtest, zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja, Feuer, um die Erde zu wecken und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinvaters. Dann wird Feuer nicht reichen. Nein, wir brauchen beides. Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Also erstmal. Das passt gut zu den anderen. Valus wird das gut gebrauchen. Auch erstmal den ganzen Kram. So, Stufenaufstieg. Und wir werden unseren Todesboten-Skillbaum ein bisschen weiter. Ein bisschen hochskillen hier. Ich weiß gar nicht, wann kriegen wir das denn hier? Egal. Wir sollen da unten zum Fjord. Weil mit diesem herrlichen Ausblick auf diese Szenerie machen wir erstmal auch einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.